Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Geheimakte 3. Und nein, es ist noch nicht das Ende der Welt, das ist lediglich ein kleiner Vorgeschmack darauf, wenn Dina zu unfähig sein sollte, die Bösewichte aufzuhalten, was wahrscheinlich nicht passieren wird, denn sie ist ja eine Frau und Frauenpower hat sich auf diesem Kanal ja schon öfteren bewährt. Wir befinden uns in einer Art komatöser Vision, sie wurde im CERN ins Koma versetzt, in Unterwäsche. Und jetzt muss sie hier im Traum versuchen, die Wächter zu finden und aufzuhalten. Und ich weiß jetzt auch, wie es weitergeht. Man muss einfach nicht auf den Bus klicken, sondern einfach hier drauf. Ich werde im Wrack des... Durchhalten, Nina. Ich glaube an dich. Eine Minute. Dort steht einer von Ihnen. Aber was macht er hier auf dem Dach? Hallo? Hören Sie mich? Na toll. Soll ich vielleicht... Früher wäre ich an dieser... Aber diesmal muss ich einen Weg finden, das Feuer zu überwinden. Du, Nina, was der hier macht, geht dich überhaupt nichts an. Vielleicht hat er einfach gerade eigene Geschäfte zu tun, ja? Die Mechanik... Hast du auch mal an die Bedürfnisse anderer gedacht? Damit kann man den Fahrstuhl in Notfällen manuell bewegen. Ich bin nicht stark... Oh. Ein Stück vom Draht... Ein Draht? Großartig. Ich hab's festgebunden. Ja, Wahnsinn. Und was soll ich nun mit dem losen Ende tun? Irgendwohin festbinden, da, da, da. Ja. Ist ja das Einzige, was geht. Von daher sind die Optionen nicht so schwer zu finden. Ich hab's am Umlenk. Ja, ist ja Wahnsinn. Oh. Dann nimm das Handrad, um es manuell zu machen, wenn du Los stark geht's. Genug bist. Keine Ahnung, wer das sein soll. Bereiten Sie den Defibrillator vor. Schnell! Du bist gekommen. Ja, ich muss wissen, wie ich euch finden kann. Wer seid ihr? Warum tut ihr das? Wieso wollt ihr uns vernichten, wie all die Zivilisationen zuvor? Das Fermi-Paradoxon. Das Universum ist Heimat von 100 Milliarden von Galaxien. Folgst du der Logik deines Verstandes und der Mathematik, muss es Myriaden von intelligenten Zivilisationen geben. Aber nie gab es ein Zeichen. Keine Form des Kontaktes. Ja, weil die Entfernungen zu groß sind. Und was hat das alles mit Pi zu tun? Intelligentes Leben breitet sich exponentiell aus. Die Milchstraße müsste also innerhalb von wenigen Millionen Jahren kolonialisiert sein. Und? Ich verstehe nicht. Die Maschine... Ja? Sie... Was? Pi... Wo? Wo ist er? Nina! Du bist zurück. Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Warum hast du mich schon zurückgeholt? Nina, du warst 3 Minuten klinisch tot. Ich muss zurück. Der Wächter, er wollte mir was Wichtiges sagen. Was? Wozu man diese Maschine braucht. Die Zahlen, die er in den Staub geschrieben hat. Max, schnell! Ich brauche was zum Schreiben. Einen Moment. Ja, ein Moment ist vorbei, Max. Und hast du dich von der Stelle bewegt? Nein! Muss ich jetzt hier wieder alles selbst tun? Fauler Sack! Ach, wir sind Max. Hier werde ich nicht. Das muss einem einer auch erstmal sagen. Da liegt jedem. Ich nehme mal ein Blatt Papier und. Ja, tu das. Lustig, dieses Fermi-Paradox kenne ich. Lustigerweise hat die Band Avenged Sevenfold in ihrem Album The Stage auch ein Lied, das heißt Fermi-Paradox. Die scheinen sich damit auszukennen. Hier, Zettel und Stift. Sehen aus wie Koordinaten. Das sind Längen und Breitengrade. Haben Sie hier einen Internetzugang? Was ist das für eine Frage? Das World Wide Web entstand 1989 genau hier im CERN. Wussten Sie das nicht? Dort drüben ist ein Terminal.
Bingo! Soll das jetzt eine Mischung aus Bing und Google sein? Und noch irgendwas anderem? Oh Mann. Bin gespannt, ob meine Vermutung stimmt. Suchen! Voll interaktiv. Boah, Wahnsinn. Bingle Maps schlägt zu. Ja, und jetzt? Eine Insel? Santorin, um genau zu sein. Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante die... Ja, wir lieben Herausforderungen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Die Sicht beträgt keine 10 Meter. Und jederzeit kann uns ein Felsbrocken aufs Dach fallen. Das muss die Stelle sein, zu der mich der Wächter führen wollte. Und wenn sie sich irren... Immerhin warst du bis oben hin... Fahr einfach weiter. Ja, aber was muss ich jetzt... Wie steuere ich denn? Und vor allem, wohin muss ich? Ich verstehe hier gar nichts. Muss ich jetzt einfach nur durch das Labyrinth? Wahrscheinlich. Schöne Musik. Aber wir sind jetzt schon relativ weit, oder? Und wie es aussieht, sind das doch nicht die Oberschurken gewesen. Ich habe mich gewaltig getäuscht. Offenbar arbeiten wir jetzt mit denen zusammen, und zwar gegen die Wächter. Oder so. Na, wenn es das jetzt nicht ist, komm. Sind wir noch nicht da? Och, Menno. So, jetzt wird's schon etwas komplizierter. Nee. Das U-Boot kommt gegen die starke Strömung nicht. Ja, ich weiß. Ich wollte ja auch dran vorbei. Die Strömung ist zu... Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Yay! Und wir gleiten! Woo! Schön, wenn man nichts von alleine tun muss. Spart Sprit. Aber ich habe das Gefühl, wir werden hier gerade im Kreis transportiert. Na, ob wir da jetzt wirklich hin sollten? Ich glaube nicht. Nee. Wir sind jetzt nämlich wieder genau dort, wo wir rausgekommen sind. Na gut, das war nicht so zielgerichtet zugegeben. Aber wo muss ich denn hin? Also ich verstehe hier gerade nichts. Nee, vergiss es. Da vorne ist wieder eine Strömung, das wird nichts. Vier Aussparungen, in die man offensichtlich etwas einsetzen muss. Ja, super. Und jetzt? Ich dachte, in die Abgründe kann man abstürzen. Also ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Die Passagen sind zwar lustig, aber... Man muss einem doch irgendwie mal ein bisschen was an die Hand geben. Da ist ein Steinhaufen, da gehen wir jetzt hin. Du sollst da hingehen. Die Brocken kann ich mit dem Greif. Sieh an. Oh, ein grüner Kristall. Gut, das war bestimmt unser erster Stein von 4, den wir sammeln müssen. Und jetzt geht's wieder zurück. Yay, Wasserrutschenparadies. So, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Ach, er muss sich doch an die Wege halten, oder wie? Läppisch. Nein, bleib doch stehen! Was tust du? Fast so. Das ist es. Der Mund muss der Eingang zur Basis der Wächter sein.
Wie kommst du denn darauf? Intuition, Schatz. Na schön, aber der Mund ist geschlossen, wie du siehst. Der den Mund mal wieder zu voll genommen hat. Könnten Sie mit den Streitigkeiten bitte nach der Eheschließung fortfahren? Gut. Danke! Endlich spricht das mal einer aus. So, seht ihr, was habe ich gesagt? Das ist der erste von 4 Supersteinen. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, die ganze Zeit schon. Warum musst du jetzt da lang fahren? Max, wie war das nochmal mit dem Führerschein? So, da hinten ist nämlich der nächste. Ach, jetzt bleibt er stehen. Da kann er jetzt nicht alleine hin, oder was? Die Brocken sie an, sie an. Unter den Ach, es ist wieder nur grün. Menno. Ich hatte jetzt gedacht, er wird vielleicht blau und dann rot und dann gelb. Und dann wird das ein wunderschönes, buntes, regenbogenfarbenes Mosaik. Und dann diese Enttäuschung. Okay, aber wo müssen wir denn dann noch hin? Eje. Okay, dann bleiben wir erstmal hier. Nein, das bringt nichts. Wir suchen mal direkt weiter. Gut, dann gehen wir mal nach hier unten. Nein, das trägt uns wieder zurück. So ein Scheiß. Gut, dann geh halt hier hin. Und noch weiter. Hier ist gar nichts. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ah, da. Und wie kommt man da hin? Was fährt der für scheiß Routen? Und schon. So, jetzt muss hier oben irgendwo noch einer sein. Los. Irgendwo ganz hier oben. Ja, okay, von da kommen wir wahrscheinlich. Da können wir nicht hin. Oh. So, aber leider waren wir hier schon. Hier brauchen wir auf jeden Fall nicht hin. Na, das war jetzt genau die falsche Route. Scheiße. Aber Leute, was nehmt ihr auf so ein schwaches U-Boot? Wirklich jetzt? Schämt ihr euch denn gar nicht? Aber krass, das sieht ja irgendwie nach einer Tempelanlage hier aus. Wundert das eigentlich niemanden? Nee, das scheint irgendwie niemanden zu wundern. So, das ist jetzt die Riesenachterbahnfahrt nach unten. Da kann man leider gar nichts tun. Na, man kann doch nirgendwo anhalten. Mist, ich will aussteigen. Stopp. Vandalen. Plumps. Boah, wo soll denn der letzte sein? Das gibt's doch nicht. Hier waren wir doch auch schon. Okay, wir gehen erstmal zur Vertiefung zurück, in die Mitte.
setzen die ein, die wir haben. Und jetzt muss ich einmal selbst gucken. Bis gleich. Und jetzt geht es weiter, da bin ich wieder. Hier ist der letzte Steinhaufen mitten innerhalb dieser riesigen Strömung. Ich habe jetzt auch alle auf einmal, weil ich aus Versehen vorhin das Spiel deaktiviert habe. Und deswegen die Passage nochmal machen musste, ist aber nicht schlimm. So, und jetzt lassen wir uns einfach nach Hause tragen. Und dafür müssen wir noch nicht einmal nach Hause telefonieren. Und dann werden wir jetzt hier in der Mitte, in der Safe Area, alles einsetzen. Hat sowas, das klingt wie die Musik in einem Freizeitpark, wo man durch irgendeine eine Unterwasser-Fantasielandschaft fährt. Wow, Nina, du hattest recht. Wie immer. Schaut euch das an. Solche Ornamente habe ich schon mal gesehen. In Guatemala. Und diese Säulenformation sieht spätrömisch aus. Absolut fantastisch. Diese Anlage muss tausende von Jahren alt sein. Auf einigen der Bilder sind die Wächter zu sehen. Sie werden gefoltert und verbrannt. Was ist damals passiert? Immerhin gibt es hier Rettungskapseln. Die Wächter scheinen vorsichtiger geworden zu sein. Ob die auch funktionieren? Na gut, da die beiden ja wohl beschäftigt sind, werde ich mich wohl selbst um die verschlossene Tür kümmern müssen. Mal sehen, was es mit dieser Konsole auf sich hat. Ja, in diesem Spiel ist alles möglich. Jetzt sind wir auch noch die. Großartig. Nein, 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 nein. Wenn du erst dahin rennen musst, dann lass es. Nein. Hieroglyphen-Terminal. Terminal. Sieht doch vielversprechend aus. Wenn jetzt schon wieder so eine Herausforderung kommt, ne, dann schlage ich euch die Köpfe ein. Oh nein. Nichts passiert. Okay, ich brauche die Dinger. Na toll. Super. Ägyptische Hieroglyphen. Ich bin leider... Gut, vielleicht kann ich ja irgendwo hier ein Symbol rauslesen, aber ja. Ja, genau, weiß der Geier welches. Glaubt ihr doch jetzt nicht im Ernst. Eine Darstellung des indischen Gottes Ganesh. Darunter befindet sich eine Reihe mit Zeichen, in der zwei zu vielen scheinen. Ja gut, aber was soll mir das jetzt... da muss ich bestimmt irgendein... Okay, einmal dieser Strich. Also einmal dieser Strich hier und einmal hier hinten fehlt dieses komische Doppel-R. Strich und Doppel-R. Okay. Abendländisches Relief. Vermutlich Mittelalter. Genau 12 Figuren, die alle einen Buchstaben über dem Kopf haben. Moment, nicht alle. Der letzte, der 12. Buchstabe fehlt. Okay, und wie genau soll ich jetzt darauf kommen, welcher Buchstabe das sein soll? 12 Figuren. Also da weiß ich jetzt noch nicht ganz, wie ich darauf kommen soll. Außer, dass da unten steht der Jason, ja gut. Aber ansonsten... Nun gut. Lassen wir das jetzt erstmal, lassen wir die gute Dame noch ein paar Meter umsonst rennen und verweilen wir erstmal hier. Das soll für diese Ausgabe reichen. Wir sind, denke ich, schon ziemlich weit. Ziemlich weit, würde ich sagen. Also, ohne vorweggreifen zu wollen, aber wir sind nicht mehr so weit vom Ende des Spiels tatsächlich entfernt, wie ich glaube. Nicht mehr wirklich weit. Das zählt schon so zu den... Sagen wir mal, nicht den letzten Arealen in diesem Spiel, aber es geht so in die Richtung. Also beim nächsten Mal werden wir hier weitermachen, dieses Terminal knacken und dann gucken, was das alles hier zu bedeuten hat. Also, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.